Hallo und willkommen zurück zur nächsten Folge, Folge 7 schon von Prey. Wir haben letzte Folge eine richtig geile Waffe bekommen. Hier, wo ist da? Der Kuhstrahl. Nachdem uns der Koch hier eingesperrt hat. Ja, jetzt suchen wir einen Ausweg. Keine Ahnung wo. Das Ding zufälligerweise. Nein, kann das nicht. Schade. Okay, wir müssen gucken, dass wir jetzt irgendwie durch. Buggen können vielleicht. Nee. Schade. Sehr gerade. Probier es damit. Ah! Okay. So geht's auch. Welche Tasche war meine Taschenlampe? Wisst ihr das noch? Skelett. Küchenchef Mitchell hat meinen Dialogsequenzer zur Steigerung der Moral angepasst. Nichts fördert die Verdauung mehr als eine positive Einstellung. Ja, das stimmt. Wo ist der Chef gerade? Ich brauche davon was. Dafür wird er ist voll cute. Nehmen. Nicht genug Spei. Ah, warte. Was war das denn? Panjuch, Sie leben noch? Gut. In der Ukraine lernen wir Minen aus Transtar-Müll zu machen. Was? Das wollte ich Ihnen sagen. In der Ukraine. Das passt ja perfekt zu unserem Thema hier. Verdammt. Warten Sie. Ich entschlüssele den Rest. Verursache keine Schäden. Wie jetzt? Alles klar. Tut mir leid. Oh, hi. Oh, ich bin hier. Da bin ich doch vorhin reingeflogen. Bist du noch? Scan abgeschlossen. Neue Psi-Fähigkeit verfügbar. Geil. Morgen, you. Das ist unsere. Schaut euch das an, sieht aus wie ein bisschen wie zu Hause. Okay, das ist das Protokoll. Neuer Eintrag. Sho. Danielle. Leiterin der IT. Mag dich nicht. Mag Alex noch weniger. Oh, ich habe versucht, einen Operator zu bauen. Die haben ein Date. Nein, das klang ernst, deshalb wollte ich meinen Transcribe ausschalten. Also gut, du fragst mich, ob es in Ordnung ist, unser Spiel aufzunehmen. Auf den Transcribes. Ja, ich weiß, die Nutzung des Speichers ist nicht... nicht zu fassen, dass wir dieses Gespräch führen. Oh, tut mir leid. Ich werde meinen Job verlieren, nur weil ich mit dir darüber rede. Was? Was? Genau. Du wirst jetzt mit mir zusammen essen gehen. Was? Du sagst ganz oft was, wenn du ja sagen solltest. Ja? Siehst du, alles geregelt. Mach dir keine Sorgen wegen der Transcribes. Das ist nicht gegen die Vorschriften. Lädst du mich zu diesem Spiel ein oder nicht? Oh, okay. Ich sage jetzt einfach nichts zu, ne? Wir lassen das mal unkommentiert. Ah. Wollte hören, wie es... Beat Sky. Ist nur ein Neuromod-Hangover. Ich fühle mich seltsam. Ich hab alles. Nicht zu fassen, dass du für Alex Clownshow in der gelben Tulpe gemoddet wurdest. Machst du Witze? Ich wollte schon immer ein Instrument spielen, hatte aber nie Zeit dafür. Es ist, als würde ich die Noten im Kopf sehen.
Es fühlt sich an, als hätte ich mit 7 damit angefangen. Außerdem wirst du mit mir auf der Bühne stehen, oder? Nur um dich aufzufangen, wenn du plötzlich umkippst. Und nur, wenn du mich davon abhältst, Alex zu verprügeln, wenn ich zu viel trinke. Böses Vieh. Sie natürlich bevor er etwas kam. Das müsste reichen, um Daniels Stimme zu synthetisieren. Zumindest zur Umgehung der Absperrung der Datenzentrale. Ich habe auch nach Anzeichen von Bewusstseinsfeldern auf der Station gescannt. Signale von Menschen werden kaum registriert. Typhon hingegen erzeugen starke Wellen. Aber bei der Koralle sind die Werte unregelmäßig. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Je eher wir ihren Zündschlüssel erhalten, desto besser. Ja. Oh, eine Sache noch. Das Signal von Menschen wird kaum registriert. Aber ihre Stärke entspricht dem eines Typhon. Oh. Yeah. Stimmerkennung erforderlich. Bitte wiederholen Sie folgende Worte. Chamäleon. Doktrin. Lakonisch. Mo. Chamäleon. Doktrin. Lakonisch. Move. Es hat funktioniert. Es hat funktioniert, Leute. Direktorenebene überbrückt. Tut mir leid, Morgan, aber ich muss dich leider einsperren. Als ich deinen Zündschlüssel zerstört habe, wollte ich dich damit vor einem riesigen Fehler bewahren. Es ist zu spät, den Kopf in den Sand zu stecken. Wir müssen das zu Ende bringen. In der Datenzentrale solltest du sicher sein. Wenn alles bereit ist, treffen wir uns in meinem Büro. Ich hoffe, du glaubst mir. Nein, das tue ich nicht. Ich bin wirklich auf deiner Seite. Du bist einfach nicht du selbst. Willkommen in der Datenzentrale. Hätte die Talos 1 ein Unterbewusstsein, wäre es hier. Suchen Sie nach der Zentralspeicherung. Dort haben Sie das Festplattenlaufwerk mit dem Plan des Zündschlüssels versteckt. Derweil versuche ich, einen Weg hinauszufinden. Ihr Anzug ist etwas mitgenommen. Ich repariere das. Dankeschön. Vorsicht. Ja gut, ich beende das Spiel jetzt aber an dieser Stelle. Wir sehen uns ein andermal wieder. Oh, holy shit. Oh, dammit. Ja, wir sehen uns auf jeden Fall nächste Folge wieder. Dann kämpfen wir gegen die Typen. Bis dahin, macht's gut und ciao, euer Red Gamer.